Ja, moin moin und zurück mit Grid Autosport Saison, wollte ich schon sagen. Nee, Saison 14 heißt das. Wir müssen Tuner spielen, da sind wir weit hinten dran. Und zwar dieses schöne Event Fanatec Pro Tuned Du hast Open, letzte drei Saison alles Events, richtig zwei gemacht. Das Angebote. hat dir einige Optionen Hier gibt es eröffnet. jetzt gar nicht Bremse so viel Motorsport hat dir ein Angebot gemacht. XP-Unterschiede. Ich würde sagen, wir fahren mal für Liqui Moly, das ist ja auch gut. Ja, und es wird bestimmt auch wieder einer dieser von mir nicht sehr geliebten Drift-Events dabei sein. Da ich nämlich immer nicht so gut, wer das schon mal gesehen hat. Hier müssen wir jetzt aber, glaube ich, eine neue schnellste Runde fahren. In der Modified Class auf dem schönen Red Bull Ring, auf dem ja seit diesem Jahr auch wieder die Formel 1 gastiert. Und wenn man ja dem Ganzen glauben darf, gab es eine Riesenparty zum letzten Formel 1-Rennen. So. Wir machen jetzt mal Rennen. Ach, es ist ein Rennen. Ne, es ist ein Zeitfahren, sage ich ja. Kein Rennen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier gut dabei sind mit einer guten Runde. Naja, das geht schon mal ganz gut los. Wir nehmen die Auslaufzone komplett mit. Das muss allerdings für die Rundenzeit nicht förderlich sein. Ganz schön enge Kurven hier in Österreich. Dabei sind das ja doch gar nicht die Alpen. Naja. Ich weiß gar nicht, wo der Red Bull Ring liegt. Ich glaube in der Steiermark oder in Kärnten. Eins von beiden. Auf jeden Fall nicht in Tirol, was ja für einige Deutsche praktisch ganz Österreich ist, oder beziehungsweise es gibt ja einige, die glauben, Österreich besteht eigentlich praktisch nur aus Tirol. Aber dem ist nicht so. So, ist es jetzt schon die erste Runde gewesen? Ich glaube ja, war eine recht kurze Runde. Was haben wir für eine Zeit hingelegt? Eine 1,15, nee, nicht 1,51, sondern nur 51 Sekunden. Und den ersten Platz einzunehmen war auch gar nicht schwer, denn ich war als Erster auf der Strecke, aber jetzt kommen sie schon näher, die Meute. Noch haben sie mich allerdings nicht überholt. Ich denke mal, das wird allerdings nicht sehr lang auf sich warten lassen. 15 Hundertstel hat der zweite Rückstand. Und die Runde von mir war jetzt auch gar nicht so sauber, was man auch jetzt schon daran sieht, dass ich auf meine eigene Zeit jetzt schon Rückstand habe. Aber vielleicht können wir jetzt hier im letzten Sektor noch was rausreißen. Nee, tendenziell eher nicht so. Ich frage mich eigentlich, ob man hier die Auslaufzonen knallhart und Full Speed mitnehmen kann. Weil Okay, du wenn... verlierst Zeit, dein Vorsprung Ja, ich verliere Zeit, na, das sag an. Weil wenn man nämlich hier die Auslaufzonen voll mitnehmen kann, kann man nämlich doch ein bisschen Zeit gut machen beim Umrunden des Red Bulls Ring. Naja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Red Bull Ring heißt das Ding. So sieht man auch gleich, an der Zwischenzeit hatte ich schön 600stel auf meine eigene Zeit gut gemacht. Top Sache. Ah, ist allerdings jetzt schon wieder weniger geworden, weil ich in der Kurve gerade ein bisschen arg quer stand. So, hier dafür schön rumgebrettert. Hier auch nochmal schön rumgebrettert. Noch ist ein bisschen Vorsprung da. Könnte bis ins Ziel reichen, aber jetzt sieht es auch nicht aus, als ob der Computer schneller wird. Wird das eine schnelle Rundenzeit? Ja, ach, ist noch eine Runde. Ach, noch zwei Runden sogar. Alter, was ist denn hier Achtung, los? mehrere Autos vor dir. Aber das war auf jeden Fall nochmal schneller gewesen. Das ist gut. Habe ich noch ein bisschen Zeit zwischen mich und Yuki Namama gebracht. Yuki, wie heißt der? Yuki Nakamura. Ah ja, okay. Kann ja nicht sowas heißen wie Meier oder Müller. Das könnte ich viel schneller ablesen. Naja. Aber wir gönnen ja jedem seinen Namen. So, jetzt schon wieder ein bisschen Rückstand hier. Während wir jetzt auch hier ganz schön doll im Verkehr sind. Jetzt wieder ein bisschen aufgeholt. Hier können wir jetzt vielleicht seinen Windschatten nutzen, falls er einen gibt, um uns ein bisschen ranzusaugen. Ja, top. Top Sache. So ein Windschatten bringt schon echt ziemlich viel, muss man sagen. Ist jetzt auch nicht in allen Klassen so, aber hier hat uns das doch gerade schon ein bisschen nach vorne gebeamt.
So, auch hier schon wieder leichter Vorsprung, aber ich glaube, der dürfte nicht so super lange halten. Da vorne steht auch wieder, fährt auch wieder ein potenzieller Windschattenspender, an dem wir vielleicht auf Start und Ziel auch dran sein könnten mit ein bisschen Glück. Und das wäre natürlich super, wenn er uns da nämlich nochmal ein bisschen Windschatten spenden würde. Aber da sind wir jetzt zumindest aktuell noch zu weit weg, um dass das hilft. Aber die Zeit ist gut. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob es nochmal schneller war. Oh ja. Unser Teamkollege, diesmal Erik Pedersen, hat extrem souverän den vorletzten Platz belegt. Allerdings vor unserem Event-Rivalen. Und Raven West ist natürlich wieder vor uns. Das war ja auch nicht anders zu erwarten. Und da wir hier beim Zeitfahren offensichtlich eine Flasche als Teamkollegen hatten. Aber jetzt kommen wir ja zum Trift-Event und da könnte auch der Pokal mit der Flasche wieder an mich übergehen. Das ist glaube ich auch der Yasmarina-Circuit. Eieiei, ich glaube, auf den musste ich schon mal treffen und da war ich wirklich, also ihr wisst schon, ne? Nicht so der Held im Kartoffelfeld. Qualifying, ach so, muss ich ja machen jetzt. Oh, ich mag nicht. Ich kann's doch auch nicht. Ach, ist aber diesmal andersrum hier irgendwie, habe ich gerade festgestellt. Naja, aber immerhin schon mal um die erste Kurve rumgekommen, ohne sich zu drehen. Das ist schon mal für mich auf jeden Fall ein Erfolg. Aber gleich darauf eine Kollision, das gibt schon mal Punktabzug. Und Kollision und ab vom Kurs, das gibt aber... Das gibt ganz viele Punkteabzug. Darf ich noch eine Runde fahren? Aber... So, hier beginnt ein neuer Sektor, da können wir jetzt nochmal was reißen vielleicht. Nein, jetzt war das auch schon... Naja, es könnte jetzt sein, dass das... Dass das nicht gereicht hat. Sieht man jetzt hier im Qualifying noch nicht, aber der Kommentar, häng dich rein in der nächsten Runde, glaube ich, wollte mir schon ausdrücken, dass man nicht in die nächste Runde kommt, wenn man sich hier nicht mal ein bisschen mehr reinhängt und vor allen Dingen nicht so viele Kollisionen verursacht oder ab vom Kurs kommt. 41.000 ist wirklich nicht richtig viel. Aber der Kurs ist auch so unglaublich eng, ey. Oh Mann, das ist nicht gut, das ist... So, naja, hier wenigstens ein bisschen mehr rausgeholt. Aber dieses Driften ist einfach nicht so meine Sache. Hier auch noch ein bisschen mehr rausgeholt. Jetzt können wir nochmal... Können wir mal verraten, warum das Auto hier einfach so eigenwillig geradeaus fährt? Gab es jetzt hier nochmal was? Na. Gut, hier gibt es jetzt glaube ich keine Punkte mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich... Ach ja. Ja, das hat nicht gereicht. Und zwar auch recht deutlich nicht gereicht mit 200.000 Punkten, die da fehlen, fast 300.000 sogar. Naja, gibt es immerhin einen dünnen Punkt und in der Fahrerwertung bin ich damit natürlich gleich mal von Platz 1 auf Platz Nummer 6 zurückgefallen. Teamwertung sieht auch nicht gut aus, das heißt im jetzt dritten und letzten Event, der jetzt gleich kommt, müssen wir uns jetzt ein bisschen steigern. Ein Zeitrennen. Naja, das könnte ja vielleicht schon eher was werden. Auf der GP-Strecke von Indianapolis. Das ist allerdings die Grand Prix-Strecke. Ist allerdings nicht jetzt hier die klassische Indy 500-Strecke, weil das ist nämlich ein Oval, sondern irgend so eine langweilige ins Infield gebaute. Naja, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen anstrengen, weil wenn ich das gewinne, könnte es vielleicht für der Fahrerwertung noch für irgendwie was Gutes reichen. Und vielleicht auch in der Teamwertung. So, ich stelle meinen Teamkollegen jetzt gleich auch mal hier auf Angriff, ne? Weil vielleicht legt er dann auch eine gute Zeit hin und dann können wir da sozusagen... Jetzt muss ich schon überholen.
Das ist aber uncool. So, in der ersten Runde macht man sich immer erstmal ein bisschen mit der Strecke vertraut, wobei es oft so ist, dass ich auch in der ersten Runde eine gute Zeit fahre und mich dann in den restlichen Runden nochmal ganz schön anstrengen muss, um dass die Zeit gut bleibt. Gut, hier könnte das jetzt vielleicht mal anders sein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich hier in Indianapolis schon mal ein Zeitrennen gefahren bin. Ich will es jetzt mal nicht ausschließen, so spontan. Kann mich zwar auch gerade nicht mehr dran erinnern, aber möglich ist es schon. Oh, und jetzt hier. Oh, hier gibt es aber viele Kurven. Oh nein, was? Ach du Penner. Das ist auch seltsam. Am Red Bull Ring gab es irgendwie keine Strafen. Offensichtlich, weil man da die Auslaufzonen wirklich großzügig benutzen darf. Und hier in Indianapolis gibt es für den kleinsten Pups eine Strafe. So, jetzt hätte ich übrigens auch den Herrn da vor uns schön gebrauchen können als kleines Windschattenmobil, aber der ist leider jetzt aktuell zu weit weg. Und was muss ich denn für eine Zeit fahren? Na, die hat auf jeden Fall schon mal für den ersten Platz gereicht. So, jetzt hier ein bisschen Windschatten. Ja, aber das hier hilft das gar nicht so richtig viel, weil das ja eine Kurve. Hätte ich jetzt sogar auch mal zurückspulen können, denn auch hier kann man zurückspulen, aber naja. Wir haben ja danach immer noch eine zweite Runde. Wobei ich glaube, die erste Rundenzeit war gar nicht so schlecht, denn zack, Lamm liegt immerhin über eine Sekunde hinter uns. Man könnte sogar so optimistisch sein und sagen, er liegt fast 2 Sekunden hinter uns. Mal schauen, ob er da noch was Schnelleres auf die Reihe kriegt. Wenn es nach mir ginge, müsste das nicht unbedingt sein, weil sonst stehe ich natürlich dann in der letzten Runde so unter Druck. So. Hat aber auch einen Haufen Kurven, diese Strecke. So, hier habe ich vorne eine Strafe gekriegt. Sind wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger gefahren. Und jetzt geht es, glaube ich, schon im langen Rechtsbogen auf die Ovalstrecke des berühmten Indy 500. Haben auch einen leichten Zeitvorsprung. Aber Yuri Nakamura hat nochmal eine ganz andere Zeit hingelegt und hat nur 1600stel Rückstand. Das ist wirklich nicht viel. Deswegen bin ich, hoffe ich mal, dass ich jetzt hier mal noch eine neue Zeit machen konnte. Aber die war auch... die war schneller, aber war nicht so überzeugend, dass man sich jetzt zurücklehnen könnte und sagen, naja, in der letzten Runde schaukel ich mir ein bisschen die Eier, sondern vielleicht muss ich da jetzt doch nochmal schauen, dass ich hier noch so ein halbes Sekündchen irgendwo rauspresse. Aus meiner fahrenden Zitrone. Ist natürlich keine, sondern ist ein Camaro von Chevrolet. Auch übrigens so ein Mobil, das man nur fahren kann, wenn man sein eigenes Tankflugzeug besitzt. Und natürlich den besagten Flugzeugträger, damit man auch immer Kriege für billiges Öl führen kann. So, haben wir das auch wieder mal angesprochen. Haben aktuell einen schönen Vorsprung uns rausgefahren, der hoffentlich jetzt nicht zunichte gemacht wird, dadurch, dass ich jetzt hier so viele Trantüten vor mir habe. Und auch nicht dadurch, dass ich jetzt hier eine Strafe kassiere, aber konnte ich ganz geschickt umgehen. Während wir hier auf die Zielgerade biegen, noch hat Yuri Nakamura meinen schnellsten Rundenrekord noch nicht unterboten. Oh, ich habe ja 1,3 Sekunden jetzt nochmal gefunden. Das ist schon ziemlich cool. Wenn ich die jetzt noch bis ins Ziel rette, dann sollte das mit dem Eventgewinn klappen. 1,2942, 1,2783. Sehr schön haben wir das hier gemacht. Nicht schlecht. So, Erik Pedersen, unser Teamkollege, ist 9. und nimmt da auch noch ein paar Punkte mit. Und der Fahrermeisterschaft bin ich trotzdem natürlich nur 2., weil ich ja den Drift-Event so schön verkackt habe. Und in der Teammeisterschaft sind wir 4. und das reicht, glaube ich, auch fürs Teamziel. Hier gibt es nur ein was. Naja, das ist nicht so groß die Ausbeute. Hier gibt es ein bisschen XP, reicht aber auch nicht. Ach, EP heißt, reicht auch nicht für Level 5. Hier gibt es aber alles. Reicht das jetzt hier für Level 5? Genau.
sicher, du kriegst das hin. Naja, jetzt müssen wir aber hier natürlich auch noch Level 6 erreichen, damit es die nächste Grid Series gibt. Aber das machen wir dann zusammen im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und tschüss.